Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Sonntag und das heißt smarte Review Time. Und zwar diesmal geht es hier um eine ganz besondere Türklingel. Die günstigste Smart Home Türklingel, die ich jemals getestet habe. Es geht um die Arenti aka Lexi Hub Türklingel B1 mit Batterie, mit WLAN, also auch ohne Hub. Und zusätzlich noch mit in der Packung dabei eine 32 GB SD-Karte und ein externer Chime, das heißt ein externer Türgong. Das Ganze kostet standardmäßig 75 Euro und ihr könnt diese Türklingel für 45 Euro bekommen. Damit ist sie nicht nur extrem günstig, sondern auch wirklich interessant für jeden, der sich vielleicht schon mal eine smarte Türklingel zulegen wollte, dem aber die herkömmlichen Hersteller wie beispielsweise Ring und so weiter einfach zu teuer waren. Und gerade Stichwort Ring, wir werden auch in den nächsten Tagen ein Video machen, was sich genau um diese Thematik kümmert. Lexi Hub gegen Ring, was ist da besser und wo hat der ein oder andere Vorteile, aber heute geht es konzentriert hier um die B1. Wenn ihr die Kamera haben wollt, die Türklingelkamera, dann seid auf jeden Fall schnell, denn ich habe für euch einmal unter diesem Video in der Infobox nicht nur den Link zum Produkt, sondern auch einen 20% Rabattcoupon gestellt und auf Amazon bekommt ihr dann nochmal unter dem Produktpreis selber 20%. Heißt, insgesamt könnt ihr 30 Euro sparen und kommt dann am Ende auf 45 Euro raus. Ich weiß allerdings selber nicht, wie lange mein eigener Rabattcoupon gültig ist, deswegen nutzt es aus und seid schnell, wenn ihr euch diese Kamera für 45 Euro einmal sichern wollt. Zunächst einmal kam das Ding so bei mir an und da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal sehr positiv gestimmt, denn auf dem Datenblatt sieht das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Full HD Videowiedergabe, man hat eine Gegensprechfunktion, man hat hier wirklich diverse Features, die wir eigentlich nur von der teuren Konkurrenz kennen und wirklich auch hochwertig verpackt kann man gar nicht sagen. Was ich jetzt hier ganz besonders toll fand, ist dann einfach, was alles mitgeliefert wurde. Und das zeigte sich das ganze Ausmaß, als ich das einmal ausgebreitet habe. Natürlich einmal die Halterung, wenn ihr das Ding beispielsweise vor eure Wohnung, vor euer Haus einmal an die Wand schrauben wollt. Dann, was zusätzlich noch super interessant war, wie ich fand, einmal natürlich das ganze komplett aus Metall gefertigte Gehäuse. Sehr, sehr hochwertig von Anfang an. Wirklich super Optik, finde ich toll, in diesem eloxierten Material. Und dann auf der anderen Seite noch Zusatzmaterial, wie beispielsweise der Türgong, der externe, der über USB mit dem Stromstecker verbunden werden kann. Es ist nochmal natürlich ein USB-Kabel dabei und selbstverständlich auch das ganze Material, was ihr benötigt, um das Ding dann einmal einzurichten. Die Einrichtung selber ist dann wirklich kinderleicht. Ich habe mir die Bedienungsanleitung nicht durchgelesen und ich kann nur sagen, das Ding ist super anfängerfreundlich, habt hier gar keine Hemmnisse. Ihr könnt das Ding innerhalb weniger Sekunden einrichten. Was müsst ihr tun? Ihr müsst einmal beide Teile ineinander stecken der Kamera und schon habt ihr quasi den Akkuteil mit dem Kamerateil verbunden. Ich würde euch empfehlen, aus meiner Erfahrung raus, ihr könnt hier an dieser Stelle einmal dementsprechend die Kamera vielleicht davor schon vom Schutzfilm befreien, spart euch im Nachhinein so ein bisschen Zippeleien und dann funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Im Kamerateil ist übrigens auch die Speicherkarte drin und auf dieser Speicherkarte, wie gesagt, sind schon mal 32 GB. Hier hätte der Hersteller allerdings ein bisschen großzügiger das Ganze machen können. Ich mit meinen dicken Fingern habe das nicht so ganz gut rausgekriegt, habe eine Pinzette genommen, da habe ich die SD-Karte gehabt. Allerdings hier wirklich insgesamt super, dass hier schon mal eine SD-Karte mitgeliefert wird. Und erster Vorteil und kleiner Hint Richtung Konkurrenz, ihr könnt hier auf SD-Karte überhaupt speichern. Das haben andere nicht. Andere haben nur noch Cloud-Speicherung. Ihr müsst ein teures Abo abschließen. Und das gibt es hier, wie gesagt, nicht. Die Kamera selber lässt sich dann, wie gesagt, sehr kinderleicht einrichten. Durch das Gegenscan-Verfahren in der Arenti-App habt ihr hier einfach ganz, ganz schnell da wirklich die Oberhand. Und das macht wirklich Spaß. Das ist sehr, sehr effizient. Das ist super einfach gehandhabt. Und es ist Plug-and-Play eigentlich, wie es im Buch steht. Wenn ihr das Ganze eingerichtet habt, könnt ihr auch schon
schon direkt in die Live-Ansicht wechseln. Ich habe noch ein kleines Update dazwischen geschoben und dann lief das Ganze auch super flüssig. Allerdings könnt ihr in der Live-Ansicht auch direkt wählen, ob ihr die Kamera im normalen, in der Standardqualität oder auch in der Full-HD-Qualität sehen möchtet. Ich finde beide Qualitätsstufen absolut ausreichend für eine Türklingel und hier zeigt sich, die Kamera kann wirklich richtig gute Bilder machen, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich kann man das Ding jetzt hier nicht verwenden, um irgendwelche Filme zu drehen, aber es ist eine Türklingel und dafür finde ich das Bild absolut in Ordnung. Was direkt danach auffällt, ist, dass sich der Türgong auch super einfach verbinden lässt, beziehungsweise er ist eigentlich schon fertig eingerichtet. Er ist auf diese Kamera hier programmiert und damit einfach einsatzbereit, einfach in die Steckdose mit dem Ding, wo auch immer er hin soll und schon könnt ihr das Ganze dann auch durch die Türklingel einmal betätigen. Den Türgong hört man gut, muss ich sagen. Hier fehlt mir vielleicht so ein bisschen die Einstellung, dass man hier einstellen kann, wie laut der wirklich sein soll. Er ist immer auf lautester Stärke, soll natürlich auch so sein bei dem Türgong. Aber insgesamt ist das gratis mit dabei. Bei anderen Herstellern zahlt man teures Geld dafür, von daher ist das schon definitiv in Ordnung. Die Haptik und die gesamte Verwendbarkeit der Türklingel ist wirklich klasse. Sobald ich hier auf die Türklingel drauf drücke, bekomme ich auch direkt eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone, dass sich jemand vor meiner Tür befindet und ich kann im Smartphone auch einstellen, dass ich Bewegungsbenachrichtigungen bekommen möchte. Wenn sich jemand vielleicht vor meinem Wohnungs- oder Hausbereich aufhält, dann kann ich dementsprechend hier direkt eine Push kriegen, da ist was, da wurde eine Bewegung wahrgenommen und kann mich live in das Bild hinzuschalten. Selbstverständlich für dieses Live-Hinzuschalten sind auch Sticker mitgeliefert, dass ihr überall kennzeichnen könnt, dass hier Arenti-Überwachung im Einsatz ist. Das heißt, auch für diesen Zweck könnt ihr euch hier dementsprechend absichern. Was ich dann wirklich gut finde, ist, dass sich diese Kamera ebenfalls mit dem Amazon Echo oder Google Home koppeln lässt. Das Ganze über den Arenti Skill, der komischerweise gar nicht so populär ist im Skill Store, könnt ihr hier wirklich innerhalb weniger Sekunden diese Kamera auf euren Amazon Echo in diesem Fall bekommen. Und da finde ich, hat das Ding wirklich ein absolut passables Bild. Der Stream ist flüssig und lässt sich vor allen Dingen auch direkt auswerten. Hier allerdings, bisher habe ich zumindest keine Funktion gefunden, wie ich den Echo als Türklingel als Türgong einsetzen kann. Das geht bei anderen Herstellern einfacher, finde ich nicht so schlimm. Hier wird ein externer Türgong mitgeliefert, aber wäre noch ein cooles Feature, was man vielleicht als kleines Update irgendwann einspielen könnte, dass man einfach die Echos quasi bimmeln lässt und es direkt auch weiß, dementsprechend hier steht jemand vor der Tür, hier hat gerade jemand geklingelt, ich kann den Skill aktivieren und sehe dann dementsprechend auch, wer vor der Tür steht. Gegensprechfunktion und Soundwiedergabe funktioniert auch hier wirklich makellos. All das ist in Ordnung, genauso wie es bei einer smarten Türklingel sein soll und auch hier sehr, sehr flüssig. Insgesamt muss man wirklich sagen, und ich werde euch das gleich nochmal in einem Punkte-Rating darstellen, hat mich die Arenti LexiHub B1 einmal absolut überzeugt. Fürs Preis-Leistungs-Verhältnis wahnsinnig gut, Qualität meiner Meinung nach auch absolut in Ordnung und im Rahmen. Und natürlich werden wir uns das Ganze jetzt einmal in einem Punkte-Rating zusammen anschauen. Das Punkte-Rating ist selbstverständlich, wie ihr das von mir kennt, natürlich nach einiger Zeit entstanden, nachdem ich dann diese Kamera schon einige Zeit wirklich im Einsatz hatte. Der erste Punkt, Innovation. Innovation ist immer schwierig. Gerade bei smarten Türklingeln gibt es natürlich unfassbar viele Hersteller mittlerweile auf dem Markt. Ist das Produkt innovativ? Bietet es etwas komplett Neues? Leider nein. Aber ist auch nicht wirklich schlimm, wie ich finde, denn dieses Produkt überzeugt am Ende dann doch durch das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Innovation, gibt es deswegen 3 von 5 Punkten, weil sie dennoch wirklich gut verarbeitet ist, Push-Benachrichtigung bietet, also all das up-to-date im Prinzip, was auch jede andere höherpreisige Kamera kann. Und da kann sie sich definitiv vergleichen in dem Punkt. Nummer 2, das Design. Das Design gefällt mir bei der Arenti LexiHub wirklich extrem gut. Zur Verarbeitung kommen wir gleich, allerdings beim Design wirklich schlicht, elegant, eloxiertes Metall, sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch tauglich für den Außenbereich. IP65 beispielsweise sorgt dafür, dass ihr hier die Arenti ohne Probleme auch bei einem Haus draußen einsetzen könnt. Das heißt, hier wurde wirklich von vorn bis hinten alles durchdacht, inklusive natürlich am Ende auch der Kamera. Diese bietet Nachtsicht, könnt ihr aber auch wunderbar am Tag einsetzen und habt immer ein vernünftiges Bild. Design 4 von 5 Punkten. Praktikabilität.
Leider muss man in Anführungszeichen sagen, müsst ihr, wenn ihr die Arenti anbringen wollt, ihr wollt nicht gerade einen Klebepatch verwenden, das Ding immer in die Wand bohren. Das heißt, hier gibt es keine alternative Haltemöglichkeit durch Magnete. Ihr könnt euch das selbstverständlich selber bauen, aber das ist vielleicht so ein kleiner Punkt, wo ich bei allen, die jetzt in der Wohnung wohnen, immer sagen muss, sprecht das mit eurem Vermieter beispielsweise ab. Ihr bohrt hier ins Treppenhaus. Natürlich wird der ein oder andere Vermieter da nichts dagegen haben, aber man hinterlässt definitiv mit der Arenti B1 Spuren. Und das ist genau der Punkt. Deswegen gibt es von mir für die Praktikabilität 3 von 5 Punkte. Qualität ist durchweg stabil. Qualitätstechnisch ist das Ganze im Preis-Leistungsrahmen. Und das bedeutet, es ist hier wirklich alles so, wie es sein soll. Es klappert nichts, es fällt hier nichts raus. Allerdings ist es natürlich auch nichts, was man extrem hoch pushen sollte im Bewertungssegment. Deswegen gibt die Qualität von mir 3 von 5 Punkten. Und das ist auch das Gesamtrating für die B1 Lexi Hub, 3 von 5 Punkten, damit absoluter Preis-Leistungssieger von den smarten Türklingeln, meiner Meinung nach, die ich bisher getestet habe, aber 3 von 5 Punkten ist auch noch ein bisschen Luft nach oben und klar, dafür haben wir natürlich auch noch andere Hersteller. Ich denke, für jedes Preissegment soll es einen Top-Hersteller geben und wenn ihr einfach eine smarte Türklingel unter 50 Euro, in diesem Fall für 45 Euro mit allen Rabattcodes eingesetzt sucht, ist das hier definitiv die allererste Wahl. Man muss insgesamt wirklich sagen, die B1 ist eine Top-Türklingel für diesen Preis. Super stark, gerade für jeden, wie gesagt, der auf der Suche nach einer günstigen, smarten Türklingel ist. Und vor allen Dingen definitiv auch stark für jeden, der nicht gleich ein Cloud-Abo abschließen möchte, um hier eine Türklingel, eine smarte Türklingel nutzen zu können. Schlagt hier definitiv zu, wenn ihr die haben wollt, 20%. Wie gesagt, gibt es derzeit auf Amazon nochmal ein 20% Coupon-Code für euch in der Infobox drin. Dort auch der Link zum Produkt. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bei Discord übrigens gibt es eine eigene Deal-Section mittlerweile, deswegen checkt das auch definitiv aus. Link zum Discord ist einmal für euch in der Infobox. Dort gibt es jeden Tag frische Deals zum Thema Smart Home und Technik. Jeden Tag natürlich auch von mir hier auf YouTube ein Video für euch. Deswegen lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.